Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Crossout mit dem Sherlock. Hi. Hi. So, das neue Update ist ja draußen. Ja, die neue Fraktion ist draußen, die Firestarters. Und da wollen wir jetzt beide noch ein bisschen leveln, weil ich bin gerade mal Level 1. Ja, Level 1 kurz vor der 2. Sherlock, du bist glaube ich Level 2, wenn ich das gestern nicht... Ja, ich hab ja gestern schon mal ein bisschen Vorsprung gewöhnt. Genau. Ein Level Vorsprung. Klein. Ein kleines Level, ja. Da wollen wir auf jeden Fall jetzt weiter leveln, um da auch mal irgendwann die Bauteile zu erreichen. Und wie ihr seht, die Reaper ist endlich drauf. Ich habe es endlich mal geschafft, die Reaper zu bauen. Bin aber auch schon dabei, wieder zu sammeln für die zweite Reaper. Ich hätte gerne davon noch eine. Also mir fehlt noch einmal der Wirbelwind und zweimal die kleinen Gleisketten. Und dann habe ich wieder fast alles. Ja, und was noch wichtig ist, und zwar im Clan. Ja, im Clan The Dodo Drivers sind noch zwei Plätze frei. Ja, also wer aktiv ist und wer gerne mitspielen möchte hier, kann gerne was unter den Kommentaren reinhauen. Ja, also wie gesagt, zwei Plätze sind frei. Wenn da natürlich 10 Stück sind, die gerne mitmachen wollen, dann müssen wir halt mal gucken, ja, wer aktiver ist irgendwie. Müssen wir mal irgendwie schauen, ne? Aber wie gesagt, zwei sind frei. Siehst du, ihre Demos ist ja auch mit drin, der Quiz ist drin. Gut. Ja. Gut. So, was wolltest du fahren? Du wolltest Raids fahren, ja? Ja, heute mal etwas raidiger. Was gibt's überhaupt an Raids? Ich gucke gerade, ich habe sogar. Ich könnte sogar hier und da die leichte Saison fahren. Dann kann ich zwar meine Dings nicht benutzen, meine Reaper, aber dann kann ich mein Geschützfahrzeug nutzen. Warte mal, ich speichere mal hier. Ach, bist du bei Geschützen schon wieder? Na, die erste, nee, die zweite Mission von Saison 1. Wollte ich gerade sagen, weil die erste wäre ja gerade Minigun gewesen. Und so. Ja, nee, die hatte ich gestern schon gemacht. Da hatte ich gestern schon Bock drauf gehabt. Okay, machen wir leicht. Ja, leicht können wir machen. Ich müsste nur mal ganz kurz. Ich habe da ein Fahrzeug. Das habe ich mir mal zusammengebastelt. So aus Jux und Dollerei. Ne? Ich lade das mal. Ich nehme das mal. So, das haut hin. Warte mal, einen anderen Fahrer. So. Gut, was wollen wir für Raids fahren? Wir haben auf leicht haben wir einmal Frachtgutrennen. Okay, da wäre ich raus. Lagerung könnte man machen. Also ich habe ein massives, aber schwerfälliges Fahrzeug. Belagerung, das wären die Türme. Genau. Das ist ja leicht, ja. Können wir machen. Ja. Machen wir das. Ja, machen wir das. Bin gerade am Belegen. Ach, da lasse ich das. Da lasse ich das hier. Das. Oder? Weiß ich nicht. Sag du. Ich bin gerade damit. Ich bin noch am Überlegen. Also wie gesagt, mein Fahrzeug ist... Du das erstmal kurz saven, weil das ist eigentlich jetzt... Ja, also mein Fahrzeug ist ein wenig schwerfälliger, aber ist verdammt dolle cool. Nee, das Fahrzeug ist jetzt dafür eigentlich gerade nicht dazu geeignet, aber... Achso, okay. Deswegen, dann tue ich mal kurz absaven, weil das hat schon gerade gepasst. Ja. So. Achso, du wolltest mir ja nochmal... Du wolltest mir ja nochmal Galerieplätze schenken, hast gesagt, ja. Ich dir? Ja. Ja, die bräuchte ich mal von dir. Ich habe noch einen Platz, habe ich noch frei in der Galerie, aber... Ich bin mir so. Ich bin mir immer also, so unschlüssig, höre. Also bräuchte ich eine Bewaffnung, die dauerhaft schießen kann. Gut, dann nehme ich. Okay, das sind wir noch raus. Also 0, nicht direkt. Oh, 0, ja, da können, so können wir fahren. Und lade das kurz rein. Guck bloß, ob die Benzinfässer verschwunden sind. Achso, nö, ja. ich hab meine Benzinfässer drin, aber das ist ja egal. Ja, aber das ist ja gut, bei leicht mag das gehen, aber bei mittel ist mir gestern aufgefallen, also da wirst du gerne mal dadurch. Ja. Okay. So, kann, darfst du annehmen, wenn du magst. Ja, wenn der Fahrer drin ist, nehme ich das. Achso, ja. Denk dran, es gibt einen neuen Fahrer, ne? Die es gibt auch einen neuen Fahrer, ja, bringt mir aber nicht viel gerade. Nö, ich weiß. Ja, ich könnte den einsetzen, um ein wenig zu leveln, ja. Ja, ja, das werde ich auch machen, weil es ist ein A-Plus hier leicht. Ja, habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe jetzt den Fahrer gewechselt. Ich schalte genau drauf ein. Ich werde ihn mal leveln. Ja. So, jetzt geht's los. Mit ganz großen Schritten. Na. Das andere behalten wir mal jetzt. Ja, von hinten an die Schultern. So wäre es leicht eventuell noch. So, na gut. So. Schaue mir mal an hier, gucke mal an, was ich da zusammengebastelt habe. Ich habe mal Bock gehabt auf ein Kettenfahrzeug. Yeah!
Siehst du, es ist ein wenig schneller geworden durch das Update, durch die Strukturveränderung. Bin ich minimal schneller. Aber ich habe da den Dings verbaut, den, wie hieß denn der Motor? Der aus dem Paket, der, was mal V8 war. Der große, der Flugzeugmotor. Heißt der noch so? Die haben schon wieder die Namen geändert, ja, jetzt heißt der ja, deswegen, ich glaube Koloss oder Eta Koloss? Nee, Kolossus war es nicht, der andere. Aus den Paketen, die du nur kaufen könntest. Oh, das will ich jetzt nicht stecken. Ich glaube, der hieß mal... Ich habe mittlerweile so viele Motors, also... Der hieß mal Flugzeugmotor, der gutste. Ja. Und ich weiß aber nicht, wie er jetzt heißt. Der Cheater heißt ja jetzt auch schon wieder Cheater, was er vorher MK2 war. Sag mal, ich habe mir gerade hier irgendwie gerade den schwersten Turm ausgesucht, kann das sein? Ach, aber au, wie sind denn die Kinder hier? Der will nicht fallen! Ja, dann machen doch kaputt, fahr dagegen. Er bringt nicht viel, wenn ich gegenfahre. So, jetzt ist er kaputt. Oh ja, Rammschalten machst du auch, aber. Ja, nicht mit dieser Kiste, glaube ich. Lust, da musst du einfach nur ein Rammschalten-Modell ziemlich weit oben in die Waffen sitzen und dann kannst du dagegen rammen. So, mein Freund, hau mal ab da. Du störst. Was ich aber habe, ich habe jetzt den Na, ich sage mal, so einen Typen mit einer Gasmaske als Zeichen. Was jetzt da, wo ist da, wo die Geschütze sind quasi, weißt du? Der Gasmaske, Mann. Ja, aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Das ist jetzt auch neu seit dem Update. Ich habe aber keinen Plan, was das bedeutet, das Ding. Oh, wir sind ja schon fertig. Naja, ja, war nicht mein Verdienst, sag mal so. Oh, neues Level. Yay. Neue Bauteile verfügbar. Ui. Porträt ja, erhalten. Willkommen in Level 2. Was ist denn der Knabberer? Oh, das ist glaube ich so eine. Das habe ich. Oh, warte mal. Das ist glaube ich so eine. Stoßstange. Die ist also. Knabberer. Ja, das ist eine Stoßstange. Aha. Okay. Gut. So, dann würde ich das gleich nochmal starten, das Ding. Ja, geht schnell. Ich glaube, du musst ja auch mehrere davon fahren. Ich müsste insgesamt noch 5 fahren. Naja, ich bräuchte eher Kills, aber hier ist. Ach so, na dann nehmen wir danach Verteidigung, ist ja nicht so schlimm. Machen wir jetzt noch einmal Belagerung und danach nur Verteidigung und so, da kriegst du ja relativ viele Kills. Ja, also das ist, weil ich hab's gerade gesehen, ich brauche hier Kills. Und das ist bei. Deswegen hab ich mich extra hinten gehalten, aber die Räder, die kommen nicht so wie die Pilze. Die holten nicht so. Was hast du jetzt eigentlich zu meinem Fahrzeug gesagt? Das hast du dir gleich angeguckt, du bist gleich weggefahren. Ja, ich bin gleich weggefahren, ich will das Unglück gar nicht sehen. Achso. Achso, was Unglück, aber mal. Ab, pass mal, auf. Ja, okay, das. Ja. 2500 Leben, ja? Ja, hab ich auch. Ja, also. Da sagst du mir nix, also, ne? Ja, doch, das habe ich ja gerade gesagt. Ja, ich weiß, aber die das sind nichts Neues hier, ne? Ich bräuchte nur noch mal, ich habe ja noch die blauen drauf, die, Juge. Ich würde mir gerne noch mal die zwei Echse holen davon. Ja, hier, das Radar, muss das so sein, oder? Radar meinst du, oder was meinst du? Ja, weil das so seitlich ist. Ja, ich habe keinen anderen Platz gefunden. Hinten du das deine Räder blockieren, ne? Ja. Da habe ich das kleine Funkgerät, habe ich gerade geschnallt. Ja, schön, jetzt habe ich die Breitseite abgekriegt. Bin ich nur etwas fetter als du? Ah. Ja gut, das hast du jetzt gesagt. Ja, ich weiß, das war mir jetzt etwas... So. Aber ich weiß, meine Gewichtsklasse ist so etwas ein paar Berg höher als deins. Oh, da war voll daneben. Au, wer fährt mir denn hinten andauernd rein? Nee, ich nicht. Nee, du diesmal nicht, das stimmt. Ich hab dich quasi seitlich genommen. Oh, okay, der war schon weg. Ja, aber ich kann mir denken, das ist hier der Gang. Wie geht der? Der was? Der. Adeo, oder wie? Der Kokeo? Ja, das ist Chameleon. Der hat mich, glaube ich, gerade von der Seite gerammelt. Da hat mich nämlich auch gerade gesammelt. Aber ich mach nur 90 Schaden? Was ist da los? Ach gut.
Hm. War irgendwie so wenig Schaden, finde ich. Ach, na ja. Ja doch, das waren wir, aber brauchen wir mal mehr. Oh, und wenn du ihn gar nicht triffst, dann hast du noch weniger Schaden. Ja, ich weiß, eigentlich schießt man ja auf die Geschütze, ja. Sollte man jedenfalls. Dreh dich. Jetzt ist er weg. Ja, ja. An den Turm generell machst du nicht so. Nee, so. Habe ich gerade gemerkt. Das war aber mal mehr. Ja, du hast doch bloß die Judgment drauf. Ja. Ey, Kleider, hau ab. Ist das Fahrzeug selber gebaut? Ja, das ist selber gebaut. Nein, das ist selber gebaut. Hast du deine Ingenieure nicht angehauen? Nein, habe ich nicht. Nein. Ich hab dir mal Urlaub gegeben, weißt du? Die werden nämlich langsam teuer. Weil du weißt, ne? Die Ingenieure, jetzt gibt's nämlich hier solche fleißige Ingenieure. Ja, das hier unten, automatische Fahrzeugmontage. Das ja, müssen wir, dann machen wir, keine Ahnung, nächste oder übernächste Folge. Und zwar, wenn du hier ja, auf den Button drückst, ja, auf Benjamin Button, dann baut er dir quasi ein Fahrzeug zusammen aus allen Bauteilen, die du im Lager hast, quasi. Das ist genial. Ja, das haben wir dann quasi schon gestern am Chain erfolgreich getestet. Das ist wirklich manchmal sehr genial. Ich hatte keinen Twack. Der sah so gut aus. Wir hätten noch schwere Verteidigung. Was hältst du denn davon? Schwere, ja. Na, Mitte haben wir nur Geleitzug. Und da komme ich gerade nicht hinterher. Geht aber auch Geleitzug, also. Meinst du, da komme ich hinterher? Ich bin ohne viel schneller. Also Geleitzug müssen wir ja verteidigen. Das ist ja nicht hier wie es. Ja. Na, dann probieren wir mal Geleitzug. Das sollten wir hinkriegen. Welche Fraktion? Warte, ich hab grad einen Kaffee getrunken. Oh, Lunatics. Ach, Schrotflinten. Ja, die sind ja relativ leicht. Hm. Entschuldige, unterschätzt die kleinen Giftzwiebeln, ne? Ja, die machen guten Schaden, aber die können nicht viel einstecken. Das stimmt, das sind wie kleine Kleibolz. Ja, also die können gut ärgern, die kleinen Dinger. Wenn sie gerade mal nimdig stehen und die halten mit dem Schrot voll drauf, dann machen sie guten Schaden. Das stimmt. Aber wie gesagt, die halten dafür. Nee, also ein, zwei Schüsse von einem Geschütz oder sowas, dann sind sie auch kaputt. Oder haben nichts mehr und liegen dann irgendwo dreckig in der Gegend rum. Dreckig, ja, genau. Nee, ich brauche wie gesagt irgendwas mit Kills, aber gleich schwer. Bisschen zu viel. Ja, den hätte ich aber auch anderes Fahrzeug nehmen müssen. Mit denen komme ich, glaube ich, auch schwer ohne hin. Guck mal hier, guck mal wie. Ach, ja, ne, geht bergab. Ich bin so schnell, alter LKW. Ach, na ja. Oder dein Kind schon. Ey, du kleiner LKW, hau mal ab. Am besten, wie gesagt, hier die Waffen runteroperieren und dann. Ja. Ich komme ja gerade so den Berg hoch. Ja, das ist die Anfangsschwierigkeiten. Das ist dein Bild. Wenn denn? In drei Zügen? Wenn denn? Ui, danke. Bubble, du hängst. Ja, nee, ich bin gleich da. Ach ja, du hast ein Kettenfahrzeug, kann auch schnell Sinn. Also, ne? Ja, Kettenfahrzeug, ja. Also wenn ich Vollspeed gebe, also ich kann ja, die... Dann machst du mal die Nachhub. Okay, dann... Ja, guck mal, ich bin doch schon wieder dran an euch. Ja, mir... Ich darf nur nicht zu weit zurückfallen, dann ist alles gut. Also am besten nicht stehen bleiben. Am besten immer weiterfahren, egal was kommt. Geh weg! Ich bin noch nein, hier. Nein! Oh, es explodiert da hinter mir. So, mein Freund, hau ab. So, also wenn ich immer straight geradeaus fahre, egal was kommt, dann schaff ich's. Vorne kommt die Minenfeld. Bist du da schneller? Nee, ich glaube überholen kriechen, obwohl mit ein bisschen Glück. Aber nee. Ich glaube die Mini hier. Ja, die werden ihn nicht zerstören. Nee, zerstören nicht, aber ein bisschen Damage oder viel. Ja. Ja, er hat drei Schaden gekriegt, also drei Punkte hat er verloren. Ey, das sind die fehlen am Ende. Ah, bestimmt. Also mir darf wirklich nichts dazwischen kommen. Ich muss wirklich straight geradeaus fahren immer. Ja. Halt, warte. Hier liegt einer. Ja, nimm nur mit. Ja, hab ich. Jetzt hab ich mich verbrochen denn. Au. Ey, der fährt auf mich drauf. Was soll das? Ja, ich hab extra doppelt angeschubst. Der part sich.
Ich hab mich extra hinten noch richtig drauf geworden. Das ist aber so lustig, Alter, ich wollte mit. Nein, jetzt wurde ich ausgebremst. Oh nein, Kettenfahrzeug ausgebremst. Ja, also wirklich. Ah, guck mal, du bist ja gegen Reihenreise. Nee, gegen ich hab hinten habe ich noch zum Lenken, weißt du, so ein bisschen was. Damit ich schneller... Oh, das ist bloß wegen ihr Gewicht, oder? Nee, das ist einfach nur, damit ich ein bisschen besser um die Kurven komme. Ah. Die lenken noch ein bisschen direkter als die Kette. Aber ich dachte, du magst das mit den Ketten, weil du immer so rutscht. Na, bei den großen Ketten hast du das Problem nicht, bei den kleinen hast du das nur. Ja, bei den Dreiecksketten, dann hast du es ja sowieso. Das Rutschen, ja? Naja, dann rutschst du extrem dann. Okay, aber bei den großen nicht, dafür hast du die Geschwindigkeit gar nicht. Um da großartig zu rutschen. Siehst du, guck mal, ich hätte den Geleitzug mit meinen neuen Fahrzeug ohne Vorkennen. Wir haben so lange hier. Ui, da fliegt weiße Korn, super. Da ist einer geflogen. Wo denn hin? Boah, ich könnte den überholen, den großen. Hat er hier War by Tui? Hat er durch eine Flugreise gebucht? Oh, eine Mine konnte ich abschießen. Also die Gegner, unsere Mitspieler werden mich lieben. Also im anderen Worte. Ja. Ich will die Eger rumschubsen. Schubst die Eger rum. Die armen Kerle. Wieso qualmt mir unser LKW? Keine Ahnung. Ja. Ach, der raucht zu viel, deswegen. Also kann hoch sein, ja. Aha, hoch. Getroffen. Warte mal, wir sind zu schnell, wa? Wir sind zu schnell. Wie das? Also vor allen Dingen Bumble, ein bisschen schneller als der LKW. Naja, das Frabigo, den habt ihr bestimmt ausgebremst. Echt, ey. Anders kann ich mir das gar nicht vorstellen. Ja, weil da zu viel raucht. Guck mal, antwortet der Rauch. Ja, der muss mal einen Gang hochschalten. Muss man seine Kippen wegstecken. Ja, an der Arbeit rauchen. Na, macht man nicht. So weiß ich auch. Der Endgegner ist nah, aha. Oh, hier ist Sketcher. Oder Sketch. Oh, hier regnet's. Ach, wo regnet's? Hier hat Raketen geregnet. So. So, mein Freund. Hau mal ab da. Ey, kleiner Zwerg, du. Warte, ich helfe dir den Pinscher. Rehpinscher? Da ist der Sketcher. Lebt er immer noch? Ja, ne, jetzt hat er hinten nichts mehr drauf. Doch, da wäre er schon weg. Ja, gleich. Jetzt ist er weg. Der ist mir quasi in eine Flinte reingelaufen. Ja, das ist da eigentlich vor uns, aber. Ich dachte, der eine. Okay, der eine wird den Harz gewesen annehmen, aber hat doch nicht. Nee, nix. So, jetzt sehe ich wieder was. Okay, umdrehen tut mich jetzt nicht. Oh ja, jawohl. Alles muss weg, alles muss sterben, ich brauch Kills. Ich brauch einfach nur Siege. Was macht der hier für Blödsinn? Der hat sich schlafen gelegt, der ist müde. Ja, ich weiß, der hat einen Purzelbund, der hat einen Salto nach hinten gemacht. Ey, Truck, der fährt da ganz alleine weg. Ist ja doof. Ja, lass ihn doch, da bleibt mal stehen. Da hinten sehe ich nochmal rote Punkte. Schieß mal durch die Bäume. Dann nix hier drauf. Wie war das in deinen Worten? Das sind doch ein bisschen die kleinen Lunatic. Genau, guck mal an, der fliegt doch. Guck mal an. Deine Worte. So, mein Freund, weg bist du. Oh, ich hab auf der einen Waffe keine Munition mehr. Guck mal an, die werden noch weggeschoben, die kleinen. Ja, die sind durch den Leichtbeiter. Ah. Okay. War hier nicht nur einer? Ach, da bist du schon dran. Da will ich umfallen. So, meine Put. Jetzt. Guck mal, da sind zwei, die streiten sich. Ich schieb sie mal weg, wa? Warte, ich komm. Ah, okay, machst du. Ich schieb sie mal weg, die Kleinen. Haha. Hab ich das noch? Was denn? Willst du mich überholen? Nee, das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Und gib Gas. Nein, hast du nicht. Doch, ich bin vor dir. Nein! Doch! Wie viele Kills Eis brauchst geil, du noch? Überholt. Warte mal, wie viele Kills brauche ich noch? Eventuell müssen wir noch AIDS Fleisch fahren. Das ist doch kein Problem. Ja, oh. Warten. Kennst du den Spruch, den obligatorischen ein? Ja, echt jetzt, ja. Ja, 39. 39, okay. Und 40 brauchst du. Und ich brauche noch theoretisch 3 Siege, aber wir können ja danach die normale Saison weitermachen.
Aber du, ich würde sagen, von den Ehen, den krieg ich auch in den hier. In der Belagerung, das, oder? In der Belagerung hin. Das hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Das, da brauchen wir jetzt keinen Geleitzug machen, weil die dauern immer sehr lange. Genau, weil das ist ja hier, ne? Den Aim werde ich noch rauspicken. Das wäre jetzt bloß blöd, wenn ich jetzt keinen finde. Ach nö, doch, das sieht man schon. Ja, es wird extra bubbelt sofort, dass ich ja keinen kriege. Die schießt dann mir alle weg vor der Nase. Du bist ja ein Schweinehund. Es ist bloß frühs. Ach so. Meinst du, so Nachmittag wirst du vernünftiger aus? Nee, da wird's doch schlimmer. Ach so. Na, wie lange dauert denn man das hier? Geht doch. Ja, das ist ja, wenn man halt frei hat, dann wird man halt ein bisschen. Ja. Was denn? Naja. Da ist man nicht ausgelassen. Ach so, naja, nee, seine Probleme habe ich nicht. Ja, so. Was haben wir hier? Was hat er denn für einen komischen Sticker vorne drauf? Ein Alien oder was? Ja. Ich? Ja. Nee, nein, hier dieses Atomzeichen quasi. Ach, Atomzeichen, das sind all die so langgezogenes Alien gerade. Was? Naja, nee. Ist ein bisschen lang gestreckter wie sonst eventuell. Ja, hallo, ich war so schnell vorbeigefahren, das war ein bisschen Patentstreifen, hab ich nicht gesehen bei dir. Wo ist so ein gelben Klecksfleck mit ein paar schwarzen Pumpen? Warte mal, ab weg, Jörg. Langsam wie du fährst hier, also kann ja das sein. Ein Turm! Wo denn? Da war er. Ich hab keinen gesehen. Okay. Bin doch blind. Hast du schon deinen. Ah, da ist ein Gegner, hol ihn dir. Ja, ich hab meinen Kill. So, jetzt kann man aufhören. Okay. Komm raus. Okay. Du machst echt böse, ich mach jetzt gerade beim Turm 100 Schaden pro. Ja, ich hab ihn. Ich mach auch nur 90 Schaden pro nee, Schuss. Ich 100 Schaden pro Sekunde, wenn alle drei Miniguns durchschießen. Das ist nicht viel, ne? Also da haben sie schon ein bisschen was dran geändert, glaube ich, wieder. Ja, aber das geht eigentlich. Miniguns, 100 Schaden pro Sekunde, ist ja nicht so, dass die. Nee, ja, ist jetzt nicht, wenig. Also. Aber du musst jetzt wirklich direkt nur auf die Bewaffnung von den Türmen zielen. Ja, das geht dann fixer. Aber die beste Bewaffnung ist für die Türme, also für die Belagerung, sind die Tesla's cool. Echt, ja? Da brauchst du bloß, keine Ahnung. Daneben vorne, oder? Da fliegst du einfach bloß vorbei. Ja. Du fährst vorbei. Also ich komme hier gar nicht mehr zum Schießen, weil ihr da vorne schon das Ding schneller wegräumt, wie ich hinterherkomme. Kannst du sehen, wie langsam du bist. Nee, ich bin direkt hinter dir. Ja, jetzt konnte ich mal drauf schießen. Geht doch. Ah, Mist. Au! Freundchen, du. Warte mal ab. Irgendwer kenne ich das, aber die Spiele gegen andersrum. Ich mag das Fahrzeug irgendwie. Ich weiß nicht warum. Es ist zwar langsam, aber dafür sehr massiv. Komm her, du. Daneben. Schade, gerade zu Ende war die Runde. Schade. Auch ein gutes muss zu Ende haben. Ja, ach, siehst du, was ich euch dabei habe bei diesem Fahrzeug? Meine Flagge. Ah. Okay, die hätten wir abgeschlossen. Gut. Danach, komm. So, und jetzt machst du ja quasi 15 Gefechte gewinnen, ja? Nee, das. Das, was du meintest, da hätte man normale Raids haben müssen und. Da hätte ich gewinnen müssen. Ich habe jetzt die leichten gemacht. Ach, du hast die leichten gemacht? Ich habe gedacht, du machst schon die Dings. Nee, das hätte gar nicht funktioniert. Das hätte nur mit der. Ja, mit den ja, Fachbuch nee, okay. Mit den hier. Gut. Mit den Geleitzügen. Also, jetzt müsstest du auch nochmal 6 leichte Gefechte gewinnen. Also, ich bräuchte bei den normalen, jetzt mal zurückzukommen, noch 2 gewinnen am Ende. Bloß 2, aber. 2 Raids müsstest du noch gewinnen mit Maschinengewehr. Mhm. Na, dann machen wir die. Ist doch, das passt doch, denke ich. Können wir nochmal zweimal Geleitzug machen? Können wir zweimal Geleitzug machen? Dann habe ich auch auf meiner leichten Seite die 2 fertig. Ja, das, wenn du das willst. Das ja, können wir so machen. Was haben wir denn für eine Zeit? Um 11. Müsst du doch eigentlich gleich wechseln, oder? Was, gleich wechseln? In 4 Minuten müssen sie doch neue. Müsst du doch neue. Ach so. Raids kommen. Ja, in 4 Minuten. Aber wir könnten noch einmal Geleitzug machen. In der Zeit. Naja, wir könnten. Ja, mir ist egal, also hätten wir warten können, die 4 Minuten. Gucken, ob was Schnelleres rauskommt. Ja, eventuell das, aber ja gut, mir ist egal, wir können jetzt zwischenzeitlich. Wir können auch Geleitzug machen. Also ich würde sagen, die Aufnahme ist ja immer wieder lange genug. Ne?
Ich würde sagen, die beiden Raids, die uns jetzt noch beiden noch fehlen, die machen wir mal so nebenbei und dann gucken wir mal, was wir danach. Genau. Du hast ja eh noch ein Fahrzeug, was du gebaut hast, ja? Das wolltest du ja auch nochmal zeigen. Ja, aber das machen wir dann in PvP. Genau. Also wäre ja quasi dann danach PvP, wenn ich das jetzt richtig sehe. Also bei normal müsste ich 15 Gefechte gewinnen, also 4 fehlen mir noch. Ja. Ja? Irgendwie. Gut, dann machen wir das so. Dann machen wir jetzt die beiden Raids, machen wir jetzt noch in Offscreen und danach eine Runde PvP. Ja, dann kannst du mal dein neues Fahrzeug zeigen. Ja, gut. Also, dann haut rein, macht's gut, Schussi, und danke fürs Zuschauen. Ciao.